Hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video in Tobis Hardwerke. Heute geht es mal wieder um das Thema Grafikkarten. Ja, den einen oder anderen nervt es vielleicht aktuell, aber ich habe eine kleine Warnung, würde ich mal sagen, an euch, beziehungsweise einen kleinen Hinweis. Und zwar aktuell seht ihr es ja, die Grafikkartenpreise sinken, das Mining lohnt sich nicht mehr und vor allem in China ist es so, dass ja das Mining teilweise von der Regierung verboten wurde, beziehungsweise was heißt teilweise ist verboten worden. Bestimmte Stromnetze wurden abgeschaltet, die zu Mining-Farmen geführt haben. Da hat der ein oder andere vielleicht einen Artikel von euch gelesen zu. Und deshalb werden aktuell in China zum Beispiel die RTX 3070-Karten für ungefähr $400 verkauft oder teilweise vielleicht auch weniger. Und ich denke, dass das demnächst dann auch bei uns hier stattfinden wird. Klar, das Mining ist hier bei uns aktuell noch nicht verboten, aber die ein oder andere China-Karte könnte, was heißt China-Karte, das sind ja normale Karten. Aber die eine oder andere Karte aus China könnte hier zu uns hinwandern und dementsprechend auch hier dafür sorgen, dass die Preise fallen. Und vor allem bei den 3070 und 3070 Ti-Modellen sieht man es ja, die Preise gehen immer weiter nach unten. Und dementsprechend könnt ihr natürlich die neuen Karten kaufen, auch wie zuletzt im Video gesagt, die EVGA-Karten empfehle ich da, da ihr nochmal ein Step-Up machen könnt und da unbedingt nicht das Geld auf der Straße liegen bleibt, sondern ihr im Nachhinein auch zu einer größeren Karte wechseln könnt, also zum nächstgrößeren Modell. Und ich möchte eigentlich nur darauf hinweisen, dass ihr bei den gebrauchten Grafikkarten aktuell aufpassen solltet. Also wenn so eine Karte zum Beispiel in einem Mining-System war, zum Beispiel die RTX 3070 gibt es ja jetzt auch schon ein bisschen länger, und zwar seit Oktober 2020, beziehungsweise Ende Oktober 2020, und die Karte, nehmen wir mal an, seitdem in einem Mining-System war, und das 24 Stunden, 7 Tage die Woche voll aktiv ist oder aktiv war, dann könnt ihr euch natürlich vorstellen, dass die Hardware wahrscheinlich nicht mehr so lange hält. Beziehungsweise die Belastung eine höhere ist, wie wenn ihr da zum Beispiel 2-3 Stunden am Tag mit zockt. Dementsprechend ist die Ausfallrate meiner Meinung nach wahrscheinlicher, wie wenn die Karte nur zum Zocken benutzt wurde. Vor allem, da die Karten ja in Reihe geschaltet werden und da dann nonstop laufen und sich auch gegenseitig die Hitze zuspielen, kann es sein, dass die eine oder andere Komponente auf der Grafikkarte früher den Geist aufgibt. Und das möchtet ihr natürlich nicht haben. Klar, wenn ihr die Karte jetzt zum super Schnapper bekommt, 200 € unter UVP, na, dann kann man vielleicht mal überlegen. Und man könnte auch überlegen, wenn die Karte dennoch Garantie hat. Weil im Garantiefall könnt ihr die austauschen, obwohl ich da nicht unbedingt weiß, ob die Hersteller das erkennen, dass das Ganze ein Mining-System war und euch dann ausschließen. Auch wenn das hier in Deutschland wahrscheinlich eher nicht zu Problemen führt. Kauft ihr die Karte aber aus irgendeinem anderen Land, beziehungsweise die Karte kommt ursprünglich aus einem anderen Land, beziehungsweise wurde da gekauft, habt ihr keine Rechnung. Und ja, ich weiß nicht, wo das Ganze dann hinführt. Wenn ihr die Karte unbedingt eintauschen möchtet, dann könnt ihr euch meiner Meinung nach zumindest nicht auf deutsches Recht abstützen und habt dementsprechend ja die Katze im Sack gekauft, würde ich mal so sagen. Ihr könnt aber auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ich würde aktuell nur neue Grafikkarten kaufen, aber wie gesagt, wartet noch mal ein bisschen, bis die Preise ein bisschen sinken, weil umso mehr gebrauchte Karten jetzt in den Markt fluten, umso wahrscheinlicher ist es natürlich auch, dass die Karten noch mal im Preis sinken. Und der eine oder andere Kommentar hat gesagt in meinem letzten Video, dass ich mich hier weit aus dem Fenster lehne. Ja, es ist aber auch nur meine Meinung, muss ich sagen. Das ist ja kein Fakt, den ich hier sage. Ich glaube einfach, dass das Ganze so kommen wird mit den Grafikkartenpreisen, dass sie also noch weiter sinken. Aber darum soll es auch gar nicht im Video gehen. Ich wollte euch einfach nur mal eine kurze Warnung rausgeben. Und falls ihr einen Artikel dazu lesen möchtet, dann schaut mal bei PC Games Hardware vorbei. Die haben Artikel zu den Grafikkartenpreisen, die gerade in China sinken. Und das war es dann auch schon für dieses Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr mich unterstützen möchtet, die Links findet ihr auch in der Beschreibung. Und die Kanalmitgliedschaft ist auch schon aktiviert. Das heißt, darüber könnt ihr mich auch unterstützen. Und in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.